Weiter geht es jetzt mit Fußball. In der ÖFB-Frauen-Bundesliga kam es gestern zum Niederösterreich-Derby zwischen SK in St. Pölten und Altenmarkt. Die Vorzeichen waren ganz klar, denn der überlegene Tabellenführer war gegen den Liga-8 auch haushoher Favorit und er bestätigte diese Rolle dann in eindrucksvoller Form. Die österreichische Frauenbundesliga ist eine Zweiklassengesellschaft. Da gibt es auf der einen Seite St. Pölten, das heuer noch ohne Punkteverlust an der Spitze liegt, und den Rest, wie den drittletzten SKV Altenmarkt. Das Spiel auf dem Sportplatz Böheim-Kirchen, wo der SKN seine Heimspiele in diesem Frühjahr austrägt, ist keine 90 Sekunden alt. Da dankt sich rechts Binter durch, ihr Abpraller kommt zu Tabota und es steht 1:0. Kaum haben sich die Altenmarkterinnen von diesem Schock erholt, passiert das. Foul von Scharabokova an Enzinger, Elfer. Jenny Klein tritt an, scheitert vorerst an Torfrau Lichtenberger. Doch der Nachschuss sitzt. 2:0. 9 Minuten gespielt. Altenmarkt kämpft mit, vor allem Chiara Schaub, Schwester von Louis, sucht die Herausforderung. Ebenfalls hochmotiviert die erst 17-jährige Stürmerin Stefanie Schneeberger, die beste Chance für die Außenseiterinnen vorfindet. Ja, also der SKN ist echt eine starke Truppe und sie haben auch gute Verteidigerinnen und da kommt man halt auch nicht leicht durch und durch Konter ist man beim SKN halt auch. Man muss gut durchspielen, man muss auch die letzte Bälle bringen. Also die müssen halt ankommen und bei uns war das halt leider nicht der Fall. Das erste Tor in der ersten Minute, das war ein bisschen zu früh. Und ja, die Niederlage ist extrem bitter für uns. Diese Niederlage manifestiert sich in Hefte 2. St. Pölten kombiniert mehr und schießt öfter. Hier trifft Braska noch die Latte. In der 56. Minute geht der abgefälschte Schuss von Stefanie Enzinger ins Tor. Die Torschützin bleibt selbstkritisch. Ja, wir müssen viel schneller mit dem Ball spielen und einfach die Breite nutzen, die Lücken finden und einfach bei den Torabschlüssen einfach besser werden. Man hat gesehen, dass wir uns nicht immer ganz so leicht haben mit unserem Kombinationsspiel, aber dadurch, dass wir schneller Tor gemacht haben, ist es natürlich umso leichter gegangen. Leicht auch aufgrund des Spielerkaders. Während Altenmarkt beispielsweise mit March eine Spielerin einsetzen muss, die schon das Vorspiel der zweiten Mannschaften bestritten hat, kommen bei St. Pölten Legionärinnen aus Slowenien, Ungarn und den USA ins Spiel. Letztere beiden sorgen für das vierte Tor. Die Amerikanerin Holly East bedient die Ungarin Bernadette Zagor zum 4:0 Endstand. Die St. Pöltenerinnen feiern ihren 12. Sieg im 12. Spiel.